Das war der beschauliche Teil unserer Reise über den Frankfurter Flughafen. Sie sind immer noch beim Thementag Expedition Airport. So viel zum Thema Tiere. Nun wollen wir über die Feuerwehr sprechen. 318 Menschen arbeiten hier an insgesamt 4 Feuerwachen. Wir können mal von oben drauf gucken. An jeder Start- und Landebahn ist eine Wache. Und die Zentrale, die Feuerwache Nummer 2, da sind wir jetzt. Die ist direkt vor den Passagierterminals. Und hier steht alles bereit für den Fall, dass es gleich einen Alarm gibt. Daran sehen Sie schon, es muss schnell gehen und es muss oft schnell gehen. 5.500 Einsätze hat die Feuerwehr hier im Jahr. Harald Trümbler ist bei uns Einsatzleiter hier. Vielen Dank, dass wir Sie hallo hier besuchen dürfen. Wie lief der Tag bis jetzt, kurz nach 6? Naja, bis jetzt hatten wir so 4 bis 5 Einsätze. Allerdings normale Dinge, eben Gebäudebrandschutz, Brandmeldeanlagen und Ähnliches. Nichts Größeres. Noch keine Flugzeugnotfälle. Sehr gut. Hier haben wir jetzt ein ganz neues Gerät und es steht drauf GFLF100. Hört sich an wie so eine moderne Handyabkürzung. Grüße für, keine Ahnung. Also wofür steht's? GFLF bedeutet Großflugfeld-Löschfahrzeug. Die Zahlenkürzel hinten dran, 100, bedeutet, ich kann mit der Pumpe dieses Fahrzeugs 10.000 Liter pro Minute fördern. 125 bedeutet, ich habe 12.500 Liter Wasser verfügbar in diesem Fahrzeug, in einem Tank. Die 8 hinten dran, das sind 800 Liter Schaumittel zur Erzeugung von Löschschaum, weil wir eben bei den Flugzeugen mit viel Kerosin, also sprich Kohlenwasserstoffen, rechnen müssen, beziehungsweise wir müssen eben diese Kohlenwasserstoffe ablöschen. Das geht nur mit Wasser alleine nicht, sondern wir brauchen Schaum. Und hinten drauf haben wir noch die 5P, das bedeutet 500 Kilogramm Pulver. Löschpulver ist ebenfalls noch in dem Fahrzeug verlastet. Also da passt eine Menge rein. Dürfen wir uns das mal angucken von innen, wie Sie das Ding dann hier steuern? Also hier sieht sehr bunt aus, fast so ein bisschen passt zum Flughafen wie so ein Cockpit. Und hier dann mit verschiedenen Schaltern, also was Sie gerade erzählt haben, schnell Wasser, schnell Schaum, schnell Pulver. Und hier ist noch spannend, Selbstschutz. Klingt nach James Bond. Wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, würde es den Kollegen da vorne wegwehen? Oder? Nein, den weht es nicht weg, aber er wird wahrscheinlich nasse Füße bekommen. Unter dem Fahrzeug sind sogenannte Selbstschutzdüsen angebracht. Das heißt, wir können auch unter das Fahrzeug Löschmittel ausbringen, Wasser, Schaumittelgemisch, um uns selbst eben zu schützen, wenn wir in eine Treibstofflare oder in die Nähe einer Treibstofflare fahren müssten. Vorne sieht es schon für sich selbst. Wir bringen Schaumittel aus auf dem Treibstoff und somit haben wir die Gefahr gebannt, dass da ein Feuer entsteht direkt am Fahrzeug. Apropos Schaum, wir begleiten Sie noch länger, haben einen Film mit Ihnen und der Feuerwehr gemacht, den wir gleich zeigen werden über das Leben und die Einsätze hier am Flughafen. Und der Film beginnt gleich mit einer Notlandung. Und was mich gewundert hat, Sie haben keinen Schaumteppich ausgebracht. Macht man das nicht mehr? Nee, das macht man nicht mehr. Zumindest hier in Frankfurt wird das schon mindestens seit 15 Jahren nicht mehr gemacht. Der Schaum hat zwar Vorteile, hat aber auch sehr viele Nachteile. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Schaumteppich ausbringe, das Flugzeug geht auf dem Schaumteppich nieder, können durchaus Wrackteile sich in dem Schaumteppich dann eben verbergen. Wir fahren mit unseren Fahrzeugen hinterher und beschädigen oder zerstören sogar das Fahrzeug. Wir erreichen die Einsatzstelle nicht mehr. Also das ist schon mal ein großer Nachteil. Und ein weiterer Nachteil ist natürlich der Umweltschutz, ganz klar. Schaumittel ist dem Grundwasser nicht wirklich zuträglich. Ihr Einsatzgebiet ist so groß wie etwa 4.000 Fußballfelder. Das ist die Fläche, die dieser Frankfurter Flughafen hier belegt. Kommen Sie überall an Wasser dran hier eigentlich? Jein, also zumindest was die Straßen, die Fahrstraßen und Ähnliches anbelangt, da haben wir schon Hydranten. Aber ansonsten mit unseren Flugfeldlöschfahrzeugen, und da geht es ja da draußen um die Stadt- und Landebahnsystem, da benötigen wir eigentlich keine Hydranten, weil wir führen ja, wie gesagt, 12.500 Liter Wasser mit, was übrigens in knapp 2,5 Minuten dann entleert ist. Und das reicht aber dann, um zu löschen meist? Ja, das reicht unter Umständen, aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eben mehr als 200 bzw. 300% der geforderten Löschmittelmenge hier vor Ort haben, weil wir eben mehrere Feuerwachen mit sogenannten ICAO-Löschzügen, also Löschzüge für die Flugzeugbrandbekämpfung haben. Und wie lange dauert es von hier, um zu jedem Punkt zu kommen, den man erreichen muss? Also die internationalen Vorschriften sagen ganz klar, dass wir innerhalb von 180 Sekunden jede Stelle des Start- und Landebahnsystems, eigentlich heißt es Active Runway, aber für uns hier in Frankfurt bedeutet es eigentlich Movement Area. Das heißt, jede Stelle, auf der sich Flugzeuge bewegen, müssen wir innerhalb von 3 Minuten, also 180 Sekunden, erreichen können. Und das schaffen wir auch mit den Fahrzeugen. Das ist wohl einer der Gründe dafür, dass es hier auch in Frankfurt noch nie zu einem größeren Unfall gekommen ist. Okay.
toi, toi, toi. Aber jeder von uns hat wohl noch Bilder im Kopf hier von einem Unfall in Überlingen im Süden Deutschlands am Bodensee, wo eine Frachtmaschine mit einer Passagiermaschine kollidiert ist. Es gibt dazu einen Spielfilm, fast schon mit dokumentarischen Elementen preisgekrönt, zeigen wir um 20.15 Uhr für Sie. Flug in die Nacht, das Unglück von Überlingen heißt er. Jetzt aber bleiben wir bei der Flughafenfeuerwehr hier in Frankfurt. Ein Film über die Kollegen von Harald Rümbler und er spielt natürlich auch mit und es geht sofort auch richtig los. Großeinsatz für die Flughafenfeuerwehr Frankfurt. Ein Passagierflugzeug mit mehr als 100 Menschen an Bord hat Probleme, so der Notruf. Notlandung auf der Landebahn 25 rechts. Die Maschine ist bereits im Anflug. Feuerwehr, Polizei, Notärzte, alle Retter am größten deutschen Airport sind alarmiert. Die Boeing hat Schwierigkeiten mit den Tragflächen. Im schlimmsten Fall gibt es hier gleich eine Bruchlandung. Erste Informationen kommen vom Tower. Harald Trümpler ist Einsatzleiter bei der größten Werkfeuerwehr Europas. Also, wir haben jetzt einen sogenannten Local Standby. Das heißt, eine angekündigte Notlage, eine Luftnotlage eines Flugzeugs. Das ist eine 737. Die haben ein Problem mit Vereisung. Und deshalb kommen sie zurück hierher zum Flughafen Frankfurt. Die Maschine ist erst vor wenigen Minuten in Frankfurt gestartet. Plötzlich leuchteten die Warnlampen im Cockpit. Wir sind jetzt in der sogenannten Standby-Position vor der Feuerwache 2. Und draußen sieht man den zweiten Löschzug, den ICAO-Löschzug. Wir fahren jetzt da draußen im Start- und Landebahnsystem auf eine weitere Standby-Position und warten dann da die Landung des Flugzeugs. Da kommt sie, die 737. 112 Passagiere. Eigentlich sieht alles ganz normal aus. Ja, das lief gut. Harald Trümpler ist erleichtert. Die Feuerwehr lässt die Maschine aber nicht aus den Augen, bis zur Parkposition. Zur Sicherheit. Es kann eine gefährliche Situation sein für das Flugzeug, gerade in größerer Höhe, beziehungsweise beim Start und bei der Landung, wenn man so Wolkenschichten, feuchte Luftmassen durchquert und die Enteisung der Tragflächen nicht funktioniert. Da kann sich Eis an die Tragflächen und an die Ruder ansetzen und das kann zu einer gefährlichen Situation führen. Keine Maßnahmen von uns, wir stimmen uns noch mit der Technik ab und lösen dann auf. Alles nochmal gut gegangen. Not- bzw. Sicherheitslandungen wie diese gehören zum Alltag am Frankfurter Flughafen. Zwei pro Woche sind normal. Es trifft zwar selten die Lufthansa, aber vor technischen Defekten kann sich keine Airline schützen. Der Pilot hat richtig reagiert. Kein Risiko, keine Gefahr für die Passagiere. Beim kleinsten Problem lieber sofort landen. Da ist die Lufthansa schon sehr streng und konsequent, sagen die Retter. Die Passagiere steigen um in eine Ersatzmaschine. Der Löschzug rückt ab. Für Harald Trümpler aber geht's weiter. Schon wieder ein Notruf. Er hat jetzt bei dem technischen Einsatz beim technischen Einsatzleiter nachgefragt, ob wir frei wären für einen weiteren Einsatz. Das hat er bejaht und jetzt kriegen wir einen neuen Auftrag. Der dritte Einsatz heute, innerhalb einer Stunde. 04, der erste Zug, rückt ab zum Melder. 04, verstanden. Circa 5.500 Einsätze pro Jahr fahren die Retter vom Flughafen und damit mehr als manche Berufsfeuerwehr in einer Großstadt. Brennende Flugzeugreifen oder Bremsen,
Vom Feuer im Triebwerk bis hin zum Bürobrand. Schau mal so, wie wir gesagt haben. Gefahrgut und Verkehrsunfälle. Kein Tag ohne Alarm. Rechts ist gut. Weißt du was? Du fährst über den Mike rein und über das Vorfeld von der Halle. Da sind wir schneller. Feuer im Terminal 1, Passagierbereich. Mehrere Brandmelder haben ausgelöst. So, dann wollen wir mal. Trümpler vermutet aber einen Fehlalarm. Wie so oft, täglich. Im Schnitt 10-mal. Es gibt ja auch 50.000 Brandmelder hier am Flughafen. Doch Trümplers Nase, sensibel wie ein Brandmelder, signalisiert, kein Fehlalarm, hier brennt's wohl wirklich. Riechst du, was ich rieche? Ich guck mir die Geräte noch mal an, hier vorne. Und die Mülleimer guck ich mir noch mal an. Klaus, machst du mal Mülleimer auf und guckst mal da rein? Nimm den mal auseinander. Weil der Geruch ist speziell hier vorne. Auch wenn die Männer sehr gelassen wirken, sie müssen hochkonzentriert sein. Eine Katastrophe wie in Düsseldorf beim Flughafenbrand 1996 mit 17 Toten will hier keiner riskieren. Da kommen wir lieber umsonst als zu spät, sagen sie, und entdecken Merkwürdiges. Wo? Da auch. Es qualmt aus der Decke. Das ist Staub. Wo kommt der aber her? Und warum riecht es hier so verkokelt? Hier riecht es auch ganz stark. Ja, das ist Staub. Kommt der Geruch etwa von oben? Okay. Das müssen wir uns mal angucken. Daher weht der Wind. Suchen wir uns mal ein Weg raus aufs Dach. Teerarbeiten auf dem Dach. Servus. Kohle. Wer ist der Verantwortliche von euch? Zugführer Harald Trümpler will die Baugenehmigung sehen. Die braucht man hier am Flughafen. Wir haben hier unten halt ein bisschen Staub und ein bisschen Geruchseintrag hier ins Terminal rein. Es ist so, dass es unter der Lampe richtige Wolke gibt und die Leute natürlich ein bisschen verschreckt sind. Ne? Nur wer Deutsch versteht, darf hier arbeiten. Und wer den Brandschutz nicht beachtet, muss zahlen. 1.200 Euro, so die Sicherheitsbestimmung. Unten in Bereitschaft, Kollege Andreas Kleinschmidt. Ja, also ich warte auf die Funkgespräche, die der Zugführer mir übermittelt. Und die fixiere ich dann handschriftlich auf diesem Gesprächsnachweis und übermittle den dann auch an die Sicherheitsleitstelle. Und da bei denen wird dann auch nochmal in einem Computer extra hinterlegt, welche Rückmeldung und welche Lage wir vor Ort da vorgefunden haben. Und gegebenenfalls kann ich auch nochmal Kräfte nachalarmieren. Weitere Kräfte sind hier nicht mehr nötig.